Andreas Geretzer. Wir haben den vierten Tag der Weltmeisterschaft in Boltenhagen vorbei bei den Lasern. Heute ist die Qualifikationsphase abgeschlossen. Du liegst sehr gut platziert im Medaillenbereich. Wie ist heute dein Tag gelaufen? Ich habe die erste Wettfahrt sehr schlecht begonnen und es ging auch nie wirklich nach vorne. Ich bin meinen Streicher gefahren mit Platz 32. Habe aber den 12. bis jetzt, also den schlechtesten Platz, als Platz 12 reinnehmen können und bin da ein bisschen belohnt worden für die Arbeit der letzten Tage. Wie ist das letzte Rennen nochmal gefahren? Letzte Rennen war gut, auf Platz 4 und vor den unmittelbaren Konkurrenten um die Platzierungen. Also ist es ein guter Einstieg fürs Finale. Rasmus Mygren von Sweden. You had a really good first 3 days. What happened today? Today I had a terrible day. I was sailing a little bit too safe, so I didn't go into the pressure enough and tack too early every time and just sailed very, very bad. Simon Grodelüschen, vierter Tag heute, Ende der Qualifikation. Wie ist bei dir gelaufen? Gut, ich bin in der ersten Wettfahrt Dritter und in der zweiten Siebter geworden, glaube ich. Und von daher war es ein sehr solider, guter Tag. I'm David Wright, I'm from Canada and I'm here competing at the World Laser Championship. Oh, actually Boltenhagen right now is just about the same as Canada at the moment. We were practicing last week in Toronto and it was just about the same, about 5 degrees air and 5 degrees in the water. Yeah, it's just about right. Nee, schon sehr extrem. Also gerade heute Morgen, als es da noch geregnet hat, da war es extrem kalt. Im ersten Rennen, da war ich noch nicht so richtig warm, glaube ich. Und vor allem die Finger waren sehr, sehr klamm. Aber gut, denn wenn man im Rennen ist, dann ist es halt einfach so und dann wird einem sowieso warm. Also, also richtig optimal ist es nicht. But I guess we've been spoiled the last couple of years. We had the Worlds in Australia, so we spent the winter down there and been training down south a lot during the last couple of winters. So I'm quite not used to it anyway. Well, I've had a pretty consistent series so far. It's been very difficult conditions. It's been light, and everyone's been talking about the cold a lot. But it's been all right for me so far. No great disasters, and I won a race this morning, so that was great. And 12 in the afternoon isn't so bad, so still going and looking forward to the finals tomorrow. Today I'm falling far back because I had one really bad before, so it's not looking good right now. Glaubst du kannst hier viel von der WM auch dann für Olympia mitnehmen? Denkst du da überhaupt schon ein bisschen dran oder kann man das überhaupt? Man sind ja natürlich die gleichen Gegner, die du auch da treffen willst. Ich versuche mir einfach gut vorzubereiten, alle möglichen Bedingungen sagen wir mal, im Repertoire zu haben, dass ich da gut bin. Und, und wenn ich gut vorbereitet bin, dann kann die Regatta auch kommen, also die Olympischen Spiele dann auch kommen. You know, anytime you can race against these type of people, these top athletes from all over the world that they're at their best, then it's great. I just keep doing what I'm doing and hope I get to the finish line in front of the others. Still lots of 6 races left, so. We'll see you at the end of the week.